Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Video on Tour. Ihr habt es nicht anders gewollt, ich habe mich umgehört und ihr dürftet sie kennen, die Sarah. Wer weiß. Und Sarah Faris Schrimps, korrekt? Ja, richtig, sehr gut. Ich habe es gelernt, ich habe es gelernt. Scheint ja sehr schwierig zu sein. Ja. Weil nicht nur du, sondern auch andere haben das Problem. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, und ich bin jetzt eine Woche später, nachdem ich bei der Nadine war, haben wir jetzt einen Termin hier gefunden. Mhm. Und ja, wir sehen hier im Hintergrund so ein kleines Becken. Das ist noch relativ frisch, ne? Ja, also seit 5 Wochen steht das jetzt. 5 Wochen? Mhm. Dafür sieht es verdammt gut aus. Ja, also ich bin ganz zufrieden. Ich habe leider im Moment ein paar Cyanos, aber das ist ja in der Einfahrphase ja fast schon normal. Die Werte müssen natürlich erstmal stabil werden und dann werde ich die mit Sicherheit wieder los. Das übliche Spiel. Messen, 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 anpassen, messen. Man könnte aber auch messen, oder? Ja, messen. Ich mache auch regelmäßig ICPs. Ne? Fangen wir aber mal ganz von vorne an. So ein kleines bisschen mal so versuchen. Du kommst ja eigentlich aus dem Süßwasser. Richtig. Ich habe angefangen mit Garnelen, also Neocaridinas. Da habe ich 3 verschiedene Stämme gehabt. Mhm. Und ja, letzten Endes habe ich dann das peu à peu ausgebaut, bin dann umgestiegen auf eine andere Art, nämlich die Caridinas, die du nicht einfach in Leitungswasser, sondern in aufgesetztem Osmosewasser halten muss. Ja, da habe ich so voll Blut geleckt und war Feuer und Flamme für die Garnelen. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, boah, die salzigen Garnelen, also so kleine sexy Shrimps, die würden mich auch absolut interessieren. Und so ist das dann letzten Endes gekommen, dass ich dann mit einem kleinen Meerwasserbecken gestartet habe. Okay. Und da hatte ich dann halt auch sexy Shrimps drin und Anemonengarnelen. Ja, und irgendwie ist das halt, wenn man einmal in dieser Meerwasserszene drin ist. Wir kennen den Spruch, einmal salzig, immer salzig. Ja, irgendwie ist das dann so eskaliert, ne? Also, ich habe ja erst den 90-Liter-Tank gehabt, dann 450 Liter. Irgendwann das kleine Becken ausgetauscht gegen das Aquamedic, was du ja auch hast. Das Jascha, genau. Jascha. Und ja, dann ist das 450-Liter-Becken weggegangen und jetzt habe ich hier ein über 1000 Liter Becken stehen. Krass. Und in welchem Zeitrahmen? Um sich jetzt mal, wir kennen das alle, also das geht normalerweise relativ zügig. Also zumindest bei mir immer sehr zügig gegangen, von über auf. Es sind jetzt ungefähr 2,5 Jahre schon. Das 450 Liter Becken hat ja 1,5 Jahre gestanden, jetzt bevor ich das quasi jetzt getauscht habe in ein größeres. Ja, und davor hatte ich so ungefähr 1 Jahr den Nanotank. Oh, schon. Also im Prinzip reingeschnuppert. Aber tatsächlich mit dem Nano angefangen, hattest du ja größere Probleme mit, weil wir wissen alle, je kleiner, desto komplizierter eigentlich, um es stabil zu halten, um jetzt höherwertigere Tiere zu halten. Oder bist du einfach auf die einfacheren gegangen? Ja, ich habe natürlich als Anfänger auch mit Anfängerkorallen gestartet. Ich hatte Weichkorallen, ne, Pilzlederkorallen, ich hatte Zoanthos und ein paar Ricordias. Und irgendwann, ja, hat man dann halt auch mal Bock, andere Tiere zu haben. Ich habe halt Gonioporas gehabt und naja, dieses Schwabbelige fasziniert einen schon. Und dann, das muss sich also bewegen. Ja, und irgendwie wollte ich auch so gerne Euphilien haben. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, vor allen Dingen auch vom Besatz her kann man ja in einem 90-Liter-Aquarium nicht so viel machen. Da gehen wir hin und vergrößern uns und dann geht schon mehr, ne? So war und es ging mehr. Und es ging dann auch mehr. Ja. Ja. Aber stabil ist es gefahren. Also ich habe das mit Wasserwechsel gemacht. Da hatte ich die Werte eigentlich immer im Griff. Welches Versorgungssystem hast du benutzt? Damals hatte ich noch Arca, bis ich dann umgestiegen bin. Oder ich hatte dann eine Zeit lang von Ozeanmodus. Und dann bin ich zu Fauna Marine gewechselt, Bowling Light bei dem Großen. Und dann habe ich das auch mit dem Kleinen. Also und seitdem habe ich Bowling Light und bin da vollkommen zufrieden mit. Ist ja auch ein sehr gut, also ich habe es ja damals auch gemacht, aber ich bin, wie ihr alle wisst, ein fauler Mensch. Anmischen ist nicht mehr so wirklich mein Ding. Von daher bin ich unter anderem aus dem Grund halt gewechselt. Ja, bitte, jetzt nicht. Moment. bin ich halt gewechselt. Aber heute bist du hier im Prinzip Mittelpunkt. Also das heißt, Bowling Light, damit kommst du auch gut klar. Komme ich absolut super mit klar, ja. Regelmäßig ICPs machst du und ja. Und ich messe natürlich auch regelmäßig, ich messe KH, ich messe Phosphat, ich messe
Calcium, das sind so die... Die Hauptindikatoren, genau. Für mich im Moment, gerade weil in den ECPs immer rauskam, dass der Phosphat bei 0,02 lag, also ziemlich niedrig. Mhm. Deswegen checke ich den regelmäßig. Ich meine, wir arbeiten dran, dass noch mehr Verbraucher reinkommen und also Fische, die auch Phosphat produzieren und so weiter. Mhm. Du bist ja jetzt heute auch hier und siehst auch zum ersten Mal meine neuen Zugänge hier. Mhm. Ganz kleine, süße Babys. Nachts ja, die blenden wir dann mal separat ein. Ja. Geht gleich sowieso, also blende ich noch. Du wirst noch ein paar Aufnahmen bestimmt vom Becken auch machen, ne? Definitiv. Und ja, es werden aber auch noch mehr, es wird noch mehr Fischbesatz kommen und Kritters fehlen auch noch jede Menge. Also die ich da eingesetzt habe, die gehen total unter, da muss noch mehr. Verschwindet einfach in dieser Riesenfläche. Ja, tatsächlich, das habe ich unterschätzt. Also da werden noch 40 Schnecken, verschiedene Algenfresser, Kegelfechterschnecken und so kommen. Also Putzkolonne kommt da noch, die dann auch ein bisschen helfen noch hier. Boden, Grund, Rückwand und so weiter. Aber du bleibst dann im Endeffekt im Bereich Schnecken, also sprich Weichtiere. Mhm. Wie sieht es mit Einsiedlern aus? Setzt du die ein? Nein. Gut. Das ist nämlich der Punkt, wo ich dann jetzt eingehakt hätte, weil normalerweise sollte man schauen, entweder oder. Genau. Wenn du auf die Schneckenbasis gehst, dann sollte er auch bei Schnecken bleiben. Weil Einsiedler, wenn die nichts mehr zu fressen finden, die finden die Schnecken dann zum Fressen gern. Ich habe ja einen ähnlichen Fehler gemacht bei dem 450-Liter Becken. Also da hatte ich ja auch jede Menge Schnecken drin. Und dann habe ich mir diese karibischen Einsiedlerkrebse geholt, die auch schon sehr groß waren. Etwas größer, ja. Wo mir gesagt wurde, die brauchen kein neues Häuschen mehr. Die bleiben so, die gehen nicht an Schnecken dran. Pustekuchen. Jetzt weiß ich aber auch, warum die karibischen Schnecken, die ich drin habe, also sprich die Turboschnecken, gibt es ja auch verschiedene Varianten, also die wir kennen mit dem normalen Spitzgehäuse und dann gibt es ja die karibischen, die halt im Prinzip auf der Seite liegen, wie eine normale Schnecke, die haben aber so einen Deckel unten drunter. Ja, und die schützen sich. Die können sich schützen, aber das geht auch nicht immer hundertprozentig glatt. Naja, aber tatsächlich ging es dann so, dann peu à peu lief es darauf hinaus, dass dann meine Schnecken alle gekillt wurden und jetzt sind die Einsiedlerkrebse in meinem Jascha, ne? Weil ja, irgendwohin mussten sie ja, die sind auf jeden Fall nicht mehr hier mit eingezogen. Ich habe ja alles eigentlich aus dem alten Aquarium ist er hier wieder mit eingezogen, inklusive Riff. Hast du den alten Riffaufbau mitgenommen? Genau. Etwas verändert? Also dadurch, dass das ja eigentlich ein Neustart war, wir aber so viel Biologie schon wieder mit reinbringen wollten, dass die Fische einen guten Start haben, die Korallen, haben wir halt das Riff übernommen, nur mit ein paar Lebendgesteinen quasi aufgebockt, damit sich das an die Riffkeramik, die wir neu eingesetzt haben, angleicht. Ich blende es euch ein. Ja. Genau, so ist das an sich auch aufbauend hin zum Ablauf da hinten, ne? Dass es hier ein bisschen flacher ist und dann hochgeht. Ja, und damit sind wir eigentlich sehr zufrieden. Und ihr seht viele Euphilien drin. Alles, was weich ist und sich bewegt, genau. Fangen wir erstmal mal ein paar Rahmendaten an, die wir euch komplett erstmal vorenthalten haben. Ja. Erzähl mal was zur Größe. Größe. Ja, das Becken ist 2,20 Meter lang. Rechts habe ich noch den Ablaufschacht, der ist auch nochmal 10 cm, also 2,30 insgesamt. Mhm. 70er Tiefe und 60er Höhe. Zufrieden mit der Höhe? Ja, oder also ist zu hoch? Nee, geht noch. Ich hatte vorher eine 45er Höhe, war natürlich angenehm, um da drin zu arbeiten. Jetzt hänge ich ein bisschen mit drin, aber wenn ich da hinten dran will. Das heißt, du musst auf dem Hocker drauf, damit du da hinten dran. Oder da hinten. Ja. Und wenn mein Pfaffenhut wieder irgendeine Koralle runtergeworfen hat, muss ich da mit der Zange hinten dran, aber es geht noch. Ja, du hast einen sehr schönen, luftigen, freien Aufbau gemacht, der halt auch wirklich hinten an der Rückwand tatsächlich sehr, sehr frei ist. Also du kommst im Prinzip überall dran. Das ist schon mal sehr genau. Genau. War mir auch wichtig, weil von der Strömung her, dass da diese Ringströmung, dass da nichts im Weg ist. Das war vorher halt auch im anderen Becken ein kleiner Fehler vom Aufbau, dass da immer was vor den Pumpen war und wir dann die Strömung abgelenkt haben. Und deswegen war das halt wichtig, dass wir hier so eine Ringströmung hinkriegen, weil das Wasser muss ja von da hinten oben in den Ablauf. Ne? Haben wir hier den Rücklauf, blende ich mal mit ein, der geht hier vorne dran vorbei und dann habt ihr da hinten die Pumpenbatterie. Genau, das supporten. Stream 3. Und eine Ecotechno. Eine Ecotechno, die dann mit einem Ablenk. Genau, die geht so, die ist auch nicht den ganzen, also die feuert hier manchmal so ein bisschen durch, um ein bisschen Dreck aufzuwirbeln, hier im Riff quasi so, deswegen lenkt die das so ein bisschen da ab und genau, die siehst du ja.
Die fördern quasi den Ring nochmal, ne? Und pumpen dann den Dreck hoch in den Schacht. Schaut definitiv gut aus. Das System oben hat wie viel Liter jetzt genau? Ich habe jetzt nicht ausgerechnet. Also. Ich glaube, das sind 940, 960 Liter so roundabout. Und dann kommt ja noch das Technikbecken dazu. Also schauen wir uns gleich an. Ungefähr 200 Liter hat das auch nochmal, sodass wir an die 1100 Liter kommen. Ich sage immer schön, 1000 Liter ist so eine glatte Zahl, aber mit Technik kommt da noch einiges mehr dazu. Wird ja immer bei den Systembecken wird ja immer, ich sag mal, geschummelt gesagt, ja, das sind 650 Liter, davon sind 200 unten oder 150. Mhm. Aber das ist definitiv eine sehr schöne Größe. Du hast auch einiges an schönen Fischen drin, die jetzt hier richtig schön schwimmen können, die Schwimmfläche haben. Ja, ich wollte gerade sagen, die Fläche ist halt dadurch, dass das eine 70er Tiefe hat und diese 60er Höhe und die Länge ist natürlich dann ein schönes Maß. Ne? Ja. Schwimmraum ist da durch den Aufbau auch jede Menge und ja, wir sind tatsächlich sehr glücklich damit. Ich habe es ähnlich wie bei meinem Becken, da hatte ich ja damals auch den 625er Reefer, der hat ja nur eine 65er Tiefe und 1,50 Meter gehabt, waren 500 Liter. Jetzt habe ich ja auch 500 Liter, allerdings auf 1,85 Meter mal 75. Mhm. Und diese Fläche, also die Grundfläche, die macht den Fischen schon richtig viel Spaß. Okay, ob man jetzt viel Höhe hat, das wird sich im Endeffekt dann noch zeigen, aber ihr habt dann auch den Riffaufbau etwas höher gestaltet hier. Das ist, ja, wenn das in Schwung kommt, das wird richtig schön. Ja, und durch das Lehmgestein, was wir hier ja noch unterbaut haben sozusagen, sind auch so schöne Höhlen entstanden, so natürliche Höhlen für die Fische, um sich auch zu verstecken, auch für die kleineren, die da so drin sind. Also ja, soll man nicht glauben. Es sieht zwar sehr, sehr luftig aus, aber ich gehe davon aus, dass jeder von denen jetzt vorhandenen Tieren jetzt schon überall sein Plätzchen findet. Ja, sieht man ja in der Nacht, ne? Siehst du die dann also teilweise gar nicht mehr. Dann einfach alles. Ja, ja. Guckst du rein, alle Fische weg. Außer die Pyjama-Barsche, die siehst du eigentlich immer irgendwie doch so. Was viele Leute auch interessieren wird, was hast du für ein Licht da drüber? Was ist das für eine Lampe? Ich habe die Reef Lights von Aqua Perfect, also das Aquarium ist ja auch von Aqua Perfect. Diese Kombination auf Sondermaß und dazu die passenden Reef Lights. Vier Stück, zwei kürzere, zwei längere aneinander. Sieht aus wie eine, also finde ich ganz schön gelöst. Ja, genau, kann man aneinander stecken. Und die kann man auch zusammenschalten über eine App, dass die alle, ja, ein Master und dann so Slave-System, ne? Die anderen machen das, was. Wir haben jetzt hier ein relativ blaulastiges Licht. Wird das noch heller oder ist das in dieser Form? Also jetzt mal so gefragt, weil einige lieben halt blau. Mhm. Ja, wir auch. Gut, dann sind wir hier. Ja. Also ein richtiges, ich sag mal, normales weißes Tageslicht habt ihr jetzt nicht drauf. Doch, ist auch mit drin, prozentual. Also wir haben schon auch Weißlicht drin. Morgens ein bisschen mehr und das nimmt dann so peu à peu im Tag ab. Ah, okay. Ne? Also die Variante, okay. Ja. Ja, weil ich kämpfe ja gerade mit meinen Dinos und Blau ist ja momentan echt schlecht, weil kurzwelliges, intensives Licht irgendwie ganz besonders gut. Und ich sehe das gerade so ein kleines bisschen kritisch hier, aber okay, das ist. Nee, aber kannst du in der App, kannst du theoretisch einsehen. Also da kannst du das auch alles schön einstellen. Super. Ja. Ne, aber das Blaulicht, also wir mögen das sehr. Das ist ja auch sehr gut für unsere LPS. Wir sind ja hauptsächlich LPS-lastig. Da ist das genau das Richtige. So, hatten wir eben ja schon mal gesagt, du fährst vorne Marien. Richtig. Auch das Neueste? Ja, wow, das Neueste. Also, um es jetzt mal so auszudrücken, das, was momentan Avogue ist. Ne? Genau, die Bonusmethode. Ja, mache ich auch. Mhm. Und ich bin damit sehr zufrieden. Also pH-Wert stabilisiert dadurch. Und was hast du für Schwankungen, wenn ich mal so ungefähr? 0,1, 0,2 höchstens. So. Das ist wenig. Also wenn der ich ist eigentlich immer so bei 8,2. Ne? Wenn ich mal bedenke, meiner lag da teilweise damals, bevor ich mit der Stabilisierung angefangen habe, so 0,4 bis 0,5 im Drop. Ja, das hatte ich aber auch. Ne? Ich habe ja Atemkalk gehabt eine Zeit lang und habe dagegen angekämpft und gelüftet wie eine Bekloppte. Und du bist nicht über die 8 gekommen. Oder schwer. Mit dem Atemkalk dann schon. Nur das Problem war, dass man den ja dann so oft wechseln musste, weil der ständig wieder so dann gesättigt war. Und wenn du da einmal nicht aufgepasst hast und zu spät gewechselt hast, dann hattest du wieder den Absturz. Ja. Und das war halt das Problem. Ne? Und durch die Bolus-Methode brauchst du das halt alles gar nicht mehr. Das noch zusätzlich Atemkalk laufen lassen. Also das war kann echt man, wenn, Segen, sag ich mal. Weil
auch mein Korallenwachstum dadurch ordentlich zugelegt hat. Allein also hier die Favias oder auch Montis. Die sehen sehr, sehr, sehr stabil und sehr farbig aus. Also das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Also von der, ich habe ähnlich, ich arbeite mit einer ähnlichen Methode, allerdings andere Firma, aber das wisst ihr ja. Da geht es im Prinzip auch ums Gleiche, halt um den pH-Wert zu stabilisieren. Und tatsächlich, seitdem ich das mache, sieht das sehr viel besser aus. Also stehen die Korallen stabiler. Also pH stabil zu halten ist eine Sache, aber tatsächlich der pH-Wert, der ist viel, viel wichtiger. Ja, und dadurch, es tut den Korallen echt gut. Ja, ich kann das nur bestätigen. Das heißt also, du hast dann auch dementsprechend die Lichteinstellung darauf auch ausgelegt. Richtig. Dass du halt, sprich, morgens dann einmal voll das nach oben, dann über den Tag nach unten hin das Ganze absenkst. Genau. Ja, schön. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Technik über. Willst du da mal reingucken? Auf jeden Fall. Ich hoffe, du auch da auf der anderen Seite. Ja, dann lüfte ich mal hier den Kasten. Mach mal einmal kurz die Sitzgelegenheiten weg. Und dann... So, ich baue mal von rechts nach links. Also das muss ich sagen, also die sind schon richtig hochwertig, die Türen wiegen auch einiges und sind unten perfekt einstellbar. Die oben Magnete eingearbeitet? Ja, die hängen da magnetisch dran. Ich hatte ja vorher nur so Pappen. Und das ist nochmal wirklich, also wirklich sehr hochwertig. Das ist echt alles. Ein richtig stabiler, kräftiger Schrank. Ja. Ein Stahlschrank ist das, ne? Eine Stahlkonstruktion. Ja, so dieses, wie heißt das, Verzinkt-Dings? Feuerverzinkter Stahl. Also, und das Ganze dann lackiert. Genau. Also das ist definitiv richtig schön massive Arbeit. Also das ist sehr krass. So, Moment. Alexa, Aquarium an. Es werde Licht. Wie geil ist das denn? Ja, man muss ja da drin, also Licht haben, um wenn man da rumwerkelt, ne, sauber macht oder... Ich stehe hier im Bild. Ich komme mal zu dir rüber, damit wir das ein kleines bisschen besser hier sehen können. Komm mal, du musst ein Stück noch... Noch ein bisschen, da bin ich. Genau. Und mit dem Licht ist natürlich dann schöneres Arbeiten, alles zu sehen, genau. Ja. Also bei mir ist das so, ich habe hier dieses Aqua-Perfect-Becken, gibt es halt mit zwei Möglichkeiten von der Technik her. Also einmal kann man ganz normales Glastechnikbecken haben oder man entscheidet sich für so ein System. Und ich habe mich für Deltec entschieden. Es gibt das auch noch von Royal Exklusiv. Hm. Ich stehe aber voll auf Deltec. Und deswegen, ich hatte ja auch schon einen Abschäumer und alles, den ich jetzt hier in dem System auch übernommen habe. Ja, und das ist natürlich also eine intelligente Wasserführung, weil es zuerst von dem Ablauf in den Fließfilter geht, dann in die UV-Kammern. Da sind zwei UV-Lampen dran mit 48 Watt jeweils. Das heißt, du hast also keine separate UV-Lampe irgendwo hängen. Das heißt, da ist eine separate Kammer, wo das Wasser durchgeht und wo das in der Kammer dann komplett bestrahlt wird. Richtig, genau. Ne, also wie gesagt, erst in den Fließer, dann in die UV-Kammer, dann geht das Ganze zum Abschäumer hin. Von da aus geht das Wasser dann hier, wenn man möchte, in einen Multifilter. Ich habe da jetzt Aktivkohle drin. Und dann kommt das Wasser halt wieder da zurück und wird wieder reingepumpt. Also das ist halt so eine intelligente Wasserführung, sagt man. Ne? Das heißt, bevor in meinem alten Technikbecken, wenn ich Glück hatte, war das Wasser dann halt mal in der UV oder im Abschäumer oder vielleicht auch in der Runde gar nicht. Und das war so. Also es ist so geführt, dass es auch überall seinen maximalen Nutzen bringt. Richtig. Also das muss ich sagen, ist tatsächlich echt eine coole Sache. Mhm. Ein riesen Osmosetank habe ich hier auch noch. Schon gesehen. Wie viele Liter passen da rein? Oh, gute Frage. Wir blenden es ein. Ja, da muss ich den Jan noch mal fragen, weil der wusste nämlich auch nicht so genau, wie viele Liter das sind. Ach, interessant. Der baut sowas und weiß es nicht. Das wollte er mir nämlich auch. Ja, gut. Aber könnt ihr ausmessen. Ja, kann man auch ausmessen. Genau, dann wir blenden es dann ein. Wir blenden es dann ein. Ja, und neben dem ganzen Technikbecken habe ich dann noch meinen Computer, der das alles hier so steuert. Ne, da, GHL. Genau, da habe ich GHL. Hier war mal eine Etage tiefer. Sieht man noch. Hier sieht man auch, ne, ich habe da halt mein Dosing-System laufen mit den Kanistern, mit den Sachen von Fauna Marin. Was hier auch richtig cool ist, das macht halt Aqua Perfect, dass die ganze Verkabelung so verstecken. Ne? Also, das ist komplett hinter dem Technikbecken verschwunden. Ne? Es ist alles, und es ist halt auch alles so ordentlich gemacht. Ne? Ja. Guck mal, alle Stecker,
kannst du ja auch mal einblenden, sind beschriftet, sind hier vernünftig die ganzen Kabel in Kabelschächten verlegt, damit hier einfach nichts rumhängt. Ne? Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, cleane Optik. Also ich habe mein Becken ja auch selber geplant, aber das hier, muss ich sagen, ist noch eine Stufe schöner, sehr viel schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr viel durchdachter, das Ganze. Ja. Und es ist wirklich eine richtig schöne, cleane Optik. Ja, und auch so schön meine Controller, also von den Strömungspumpen hier da alle so aufgereiht. Und da habe ich ja auch noch von der Strömungspumpe dann den Controller immer da so parat. Ne? Also das ist tatsächlich sehr cool, auch da unten mit der von der Förderpumpe und dem Abschäumer. Das ist alles sehr schön alles gemacht. Ja. Ja. Schön. Das ist halt, wenn man dann tatsächlich alles aus einer Hand kriegt und ich sag's mal, dass das Konzept durchdacht ist. Ja, und passend dazu habe ich ja sogar das erste Aquarium, was die blauen Rohre hat, ne? Von der Ferroro, passend zu Deltec. Genau. Stimmt, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ich kenne eigentlich nur Rot-Weiß. Ja, Rot-Weiß oder halt so Grau oder so. Ne? Mhm. Aber mit Blau ist tatsächlich so das erste, was so verbaut wurde. Dann, also für die Optik nochmal oben krass drauf. Ne? Du hast ja eben gesagt, du hast den gleichen Abschäumer wie in einem vorherigen 50er. Becken. Ja, genau. Das ist der Deltec 1000i. Mhm. Und da hatte ich mich entsprechend ja auch beraten lassen, reicht der denn dann für das 1000-Liter-Becken? Weil normalerweise würde man ja jetzt sagen, oh, dann nimmst du einen 1500er oder so, also eine Nummer größer. Aber durch dieses System, ja, das vor Filter fließt, also Fließfilter, UV etc., läuft das trotzdem wie Döpken, ne? Ist schon krass. Also reicht. Also kann man im Endeffekt auch durch den Fließfilter, ich habe es im Prinzip bei mir ja auch gemerkt, dass als ich den Fließfilter eingesetzt habe, dass der Abschäumer halt nicht mehr so viel rausholt, weil halt auch sehr viel im Fließfiltersystem drin bleibt. Ja. Da kann man im Prinzip an der Stelle dann auch ein bisschen einsparen. Klar. Musstest du nichts Neues kaufen, das ist schon mal sehr gut. Genau. Nee, habe ich gesagt, Abschäumer brauche ich nicht, kann ich übernehmen. Sehr geil. Mhm. Ja. Wahnsinn. Also richtig schön, richtig groß, vor allem stabil, weit offen. Also es ist alles so gestaltet, dass man wirklich überall drankommt. Nicht so, ich sag mal, wie bei mir. Es ist ein kleines bisschen verschachtelt bei mir, aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Hausnummer. Weil es halt auch, ich sag's mal, aus einer Hand gekommen ist. Bei mir ist ja Bastelei drin. Ja, also wir haben ja noch den GRL-Computer und so noch nachträglich gemacht. Da haben wir uns auch wirklich große Mühe gegeben, dass wir das nicht direkt verschandeln. Ne? Und unsere ganzen Kabelwust da wieder. Ist euch definitiv gelungen, sieht gut aus. Das wollte man natürlich genauso wie AccuPerfect alles optimal machen und haben noch zwei, drei Kabelkanäle hinten ergänzt, damit man da nicht so viel von sieht von dem, auch von den Lampen, die wir angebracht haben. Mhm. Genau. Und ja, haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht und ist gut angepasst. Ja, ist definitiv sehr gut gelungen, wenn das dann jetzt auch noch so bleibt. Ja. Das ist nämlich das, was ich bei mir merke. Es wird immer mehr abgelegt oder hingestellt. Es kommt mit der Zeit. Weißt du? Bestimmt. Ja, ich habe hier ein bisschen Jod stehen. Ja, genau. Und da fängt es schon mit an. Hey. Aber okay. Doch. Richtig, richtig schön. Ich verdecke mal wieder das Bild, damit man dann auch mal sieht, wie groß das Becken eigentlich tatsächlich ist, weil eben haben wir davor gesessen. Ja, guck mal, selbst du siehst sehr klein aus dagegen. Wenn ich vor meinem Becken stehe, ist das was ganz anderes. Das ist aber auch nur auf der Höhe maximal. Ja. Ja, sehr schön. Richtig klasse. Also mir gefällt es sehr gut. Ist von der Optik und von der Zusammenstellung her, von der Technik her, sehr, sehr gut gelungen. Du hast ja auch schon Videos über mein Becken gesehen, ne? Hättest du gedacht, dass das so groß ist? Also ich finde immer auf Videos sieht das immer alles so anders aus. Also tatsächlich, als du auf dem Hocker hier vorgesehen, also das, was ich hier auf Insta gesehen habe, ich gucke mal, ob ich das einblenden kann, ist schon, ja, ich sag mal, da sieht man schon, dass es ein Monster ist. Ja, doch. Ja, weiß nicht, ob andere das dann so sehen, aber tatsächlich, ich habe geguckt, ich denke, oh, ist schon kräftig. Da haben wir uns ja auch auf der Interzug, glaube ich, das erste Mal so live gesehen haben, konnte ich es ja ein kleines bisschen von der Größe einordnen. Und dann der Vergleich dazu, ich denke, ja, ist schon eine Hausnummer. Also 2,20 Meter hat was. Sehr schön. Ja, also wir haben jetzt die komplette Wand ausgekostet, also mehr geht hier nicht. Ja,
Mehr geht nicht. Das ist tatsächlich. Vorher war ja das Becken so bis hier, ne? Und da war dann der Technik-Klimbim, so ein Wust in so einem Regal. Mhm. Also tatsächlich hat das auch 1,5 Stunden gedauert, das alles zu entwirren. Ich glaube, wenn ich jetzt in meinen Elektrobereich reingehen würde, ich glaube, das wäre... Und wie gesagt, deswegen, ich genieße das, ich genieße diese Ordnung da drin, diesen clean Look. Das ist einfach definitiv Hammer. Schön. Also das muss ich sagen, das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Aqua Perfect, dass die das alles so picobello machen. Ne? Ja, und das Ganze als Poolbecken ist natürlich von der Optik her richtig, richtig geil. Das ist eigentlich da, wo ich auch herkomme, damals vom Reefer. Lässt sich leider in Acryl so nicht wirklich realisieren, außer wenn man dann wirklich solche Wandstärken nimmt. Ja, ich habe hier 1,9 cm. Und das muss der, das ist aber auch Weißglas, ne? Weil ich habe ja keinen Steg hier oben. Richtig. Na? Hatte ich, glaube ich, damals beim Reefer auch gehabt, diese Stärke. Oh, 2,20 Meter? Ich muss mal eben kurz drüber peilen. Weil minimalst. Also wenn es denn? Minimalen Bauch. Ja? Millimeter. Wenn überhaupt, das ist ein Millimeter. Ist nur ganz wenig. Sehe ich nicht, aber ja. Gut, kann sein. Vielleicht hast du ein besseres Augenmaß als ich. Auf der, ja, wie gesagt, ich habe ja damals beim Reefer, war es tatsächlich so, dass ich da überhaupt keinen Bauch hatte, aber da hatte ich auch diesen 19 mm auf 1,50 Meter. Das ist ja noch knappe 70 cm mehr. Krass. Ja, und was man ja auch sagen muss, hier ist ja auch so eine doppelte Sicherheit, ne? Also bei dem Silikon. Verklebt, ja, genau. Denn hier ist ja auch nochmal Silikon gemacht. Denn mal auch nochmal separat ein. Das ist also das richtig, ist richtig. Ja, und da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Selbst wenn ich mit meinem Magnetschaber hier mal so. Da ja, aber du hast aber auch den Tunsel mit den. Sind die Metallklingen da drauf? Ich habe Metallklingen drauf. Ja. Aber du kommst gar nicht bis in die Ecken. Also du hast die geklebten Ecken und dann noch die zusätzliche Verstärkung. Das ist zusätzlich ja nochmal gesichert, also da passiert gar nichts. Selbst wenn sich das jetzt ein Millimeter. Der Millimeter ist grundsätzlich so. Mein Becken geht auch auseinander. Das ist normal. Also das ist der Wasserdruck, jedes Becken hat so einen kleinen, minimalen Bauch. So, und ob das jetzt ein Millimeter ist oder nicht, ich glaube, das fällt auch nicht auf. Ja, klasse. Ich würde sagen, wir kommen definitiv noch mal nach einer gewissen Zeit wieder, wenn sich das hier, ich sag mal, akklimatisiert hat. Sehr gerne. Deine Zuschauer können immer gerne noch mal einen Blick hier reinwerfen. Oder einfach durch mich oder einfach bei dir auf dem Kanal schauen. Du bringst ja auch regelmäßig entsprechende Videos raus. Könnt ihr euch da erkundigen. Und ja, ich würde mal sagen, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ja, dass gerne. Dass wir uns das hier angeschaut haben. Und, hat mich gefreut. Wir wollten uns ja schon längst mal getroffen haben. Genau. Und von daher bin ich Termine. Mal hier geklappt hat. Jo. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Däumchen nicht vergessen für den Algorithmus. Wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentare damit. Wir werden es zeitnah beantworten. Und vielen lieben Dank in diesem Sinne. Schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Eure Sarah. Euer Daniel. Ciao. Tschüss.